5 Kilometer entfernt von Altenburg, ein Wald im Osten Thüringens. Luftlinie nach Leipzig, 40 Kilometer. Im Kalten Krieg eine wichtige Luftwaffenbasis der Roten Armee. Ein abgeriegeltes Gebiet mit brisanter Geschichte. Im Ernstfall sollten von Altenburg-Nobitz sowjetische Jagdbomber starten, um eine tödliche Last nach Westeuropa zu tragen. Atombomben. Heute sind diese gefährlichen Relikte aus Altenburg verschwunden. Aber Spuren ihrer Lagerung sind noch immer zu entdecken. In diesem Wald, in der Nähe des Flugplatzes, befand sich ein Sonderlager, wie es im Sprachgebrauch der Militärs verharmlosend hieß. Hier, direkt unter meinen Füßen, lagerte der Tod in millionenfacher Ausführung. Tausendmal zerstörerischer als die Hiroshima-Bombe. Es war eines der Top-Staatsgeheimnisse. Die Kernwaffen der Roten Armee in der DDR. Heute geht von diesem Ort keine Gefahr mehr aus. Er ist verschlossen, die Eingänge zugeschüttet. Das Bundesamt für Strahlenschutz hält auch das Innere für gesundheitlich unbedenklich. Altenburg war nur ein Atomwaffenbunker der Roten Armee. An über 30 Standorten wurde der tödliche Ballast gelagert in der DDR. Vermutlich. Genaue Zahlen kennt bis heute keiner. Bekannt ist, über eine halbe Million sowjetische Soldaten befanden sich bis 1990 in Ostdeutschland. Bei Kriegsausbruch sollten sie den ersten Schlagabtausch mit den NATO-Truppen in Europa führen. Die wahren Speerspitzen dieser Streitmacht aber waren nicht die Soldaten, sondern die Atomwaffen in der DDR. Anfang der 90er Jahre wurden sie fast unbemerkt abgezogen und 1994 verließen auch die letzten russischen Soldaten Deutschland. Zurückblieben zerfallene Kasernen, riesige Übungsgelände und geheime Lagerbunker. Der Historiker Matthias Uhl ist der Geschichte der Stationierung von sowjetischen Nuklearwaffen in der DDR seit Jahren auf der Spur. Die Atomsprengköpfe sind Ende April 1959 in der DDR eingetroffen. Es ist sogar eine Agenteninformation beliefert, die sagt, am 26. April wurden alle Wege abgesperrt. Und das war offensichtlich der Tag, an dem der Antransport der Sprengköpfe erfolgte. Sowjetische Raketen und Atomwaffen sind auch Spezialthemen des Amerikaners Charles Tewton. Er schreibt darüber in Büchern und publiziert in Fachzeitschriften. Lange Zeit war er Mitarbeiter der CIA, Analyst, Waffenexperte. Und er beobachtete damals sehr genau die militärischen Vorgänge in der DDR. Nun, ich habe 20 Jahre damit zugebracht, die sowjetischen Einrichtungen zu studieren und habe versucht, dahinter zu kommen, wozu die einzelnen Gebäude dienten und wie alles zusammenhing. Die Geschichte der Stationierung der ersten Atomwaffen in der DDR klingt heute wie der Stoff zu einem Agenten-Thriller. Und der Ort, wo alles begann, trägt den wohlklingenden Namen Vogelsang. Ende der 50er Jahre trafen beim Bundesnachrichtendienst alarmierende Meldungen ein. Agenten berichteten über verdächtige Bewegungen in den brandenburgischen Wäldern nahe Fürstenberg. Sowjetische Militärs würden dort unter strengster Bewachung große Teile von Eisenbahnzügen auf Sattelschlepper verladen. Die Rede war von Röhren
und raketenartigen Teilen und Bomben. Doch die Nachrichten blieben diffus. Die Spione kamen nicht nahe genug an die Transporte heran. Kasernen und Militäreinrichtungen waren hermetisch abgeriegelt. Und so wurde den vagen Berichten beim BND keine weitere Beachtung geschenkt. Ein Fehler, wie sich Jahre später herausstellen sollte. Hinter mehreren Sicherheitszonen verborgen, vollzog sich bei Vogelsang eine der geheimsten und spektakulärsten Militäraktionen der Sowjets seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Land Brandenburg stationierten Spezialeinheiten die ersten Mittelstreckenraketen außerhalb der UdSSR. Bisher wurde immer angenommen, dass Kuba 1962 zum ersten Mal Stationierungsort für sowjetische Raketen im Ausland war. Neue Erkenntnisse aus russischen Archiven zeigen aber, dass dem nicht so ist, sondern dass 1959 im Rahmen der zweiten Berlin-Krise erstmals sowjetische Atomraketen außerhalb des Territoriums der UdSSR stationiert wurden. Die Startrampen waren tief in den Wäldern verborgen. Von dort hätten Atomraketen bis nach Paris oder London fliegen können. Noch heute sind Spuren der damaligen Stationierung zu entdecken, wenn man die Zeichen richtig deutet. Das war 1959 schwierig. Damals hatten die Geheimdienste geringere Möglichkeiten herauszubekommen, was in Ostdeutschland vor sich ging. Es gab Gerüchte und einige Anzeichen, sodass wir anfangs glaubten, es gäbe strategische Raketen in ganz Ostdeutschland. Es gab auch Hinweise auf dieses Gebiet hier, aber keine Bestätigungen. Schließlich wurde die Vermutung, dass die Sowjets in Ostdeutschland Raketen stationiert haben könnten, verworfen. Demzufolge wurde diese Anlage hier in den frühen 60er Jahren nicht als Raketenbasis erkannt. Doch so spielte es sich ab. Die 72. sowjetische Ingenieurbrigade wurde 1959 in die DDR verlegt. Zuvor wurden in Vogelsang und in Fürstenberg Kasernen und Bunker für Raketen, mobile Abschussrampen und Sprengköpfe errichtet. Davon ist heute noch vieles vorhanden. Akribische Recherche und Spurensuche vor Ort offenbaren die Geschichte. Die Stationierung erfolgte per Bahntransport. Diese Transporte liefen aus Geheimhaltungsgründen ausschließlich nachts ab. Die kamen also per Bahn über Frankfurt-Oder hier in Fürstenberg an, wurden dann am Bahndamm entladen und fuhren nachts dann mit ihren Raketen in die Objekte. Die Raketen wurden dann gleich in diese bereits vorbereiteten Unterstände eingeparkt. Die CIA und andere westliche Geheimdienste beobachten die sowjetischen Eisenbahntransporte natürlich genau. Standorte und Kasernen waren ihnen bekannt. Auch Größe, Anzahl und Aussehen der Eisenbahnwaggons wurde festgehalten. Dennoch, alles waren nur Bruchstücke, Teile eines unfertigen Puzzles, weit entfernt von einem scharfen Bild. Im September 1959 hat ein Agent in Frankfurt an der Oder sogar die Verladung eines Raketenzuges fotografiert. Und man hat angenommen, dass der nach Ostdeutschland ging und dass es sich dabei um Raketen vom Typ R5 handelte, die im Westen auch unter dem Namen SS-3 bekannt waren. Heute kann Charles Tewton die damals fehlenden Teile des Puzzles ergänzen. Er kann die Lagerräume für Raketen und Atomsprengköpfe in Augenschein nehmen und untersuchen. Nach und nach wurde es möglich, den Gang der Ereignisse genau zu rekonstruieren. Die Erststationierung von strategischen Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden. Kuba in Ostdeutschland, nur unbemerkt. Jahrzehnte später, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, lüften Charles Tewton und Matthias Uhl die letzten Geheimnisse der Aktion. Die Raketen von 1959 waren nur der Anfang. Das erste Glied in einer langen Kette von Stationierungen atomarer Vernichtungswaffen in der DDR. Diese MiG-21 zum Beispiel war mit großen Zusatztanks ausgerüstet. Sie sollte ihre tödliche Fracht weit in das feindliche Hinterland hineintragen. Diese Flugzeuge waren hier in Altenburg stationiert.
Es war die dichteste Ansammlung von Luftstreitkräften auf der Welt. Ihre wichtigste strategische Aufgabe, der Einsatz von Atomwaffen. Die Bomben dazu waren auf sowjetischen Militärflughäfen im ganzen Land verteilt. Einer von ihnen war Altenburg. 2,5 Kilometer vom Flugplatz entfernt. 2 Bunker für die sichere Lagerung der gefährlichen Waffen in diesem hermetisch abgesperrten Waldgebiet. Granit 3 lautete ihre Bezeichnung. Der damalige Revierförster war zum absoluten Stillschweigen vergattert. Das war so eine hoch angelegte Sache, dass ich mir darüber voll bewusst war, dass da ein Wort zu viel zu großen Konsequenzen geführt hätte. Sowohl für mich als auch für andere Leute. Und da hat lieber gar niemand drüber gesprochen. Das war eben so, das musste so sein. Und wir haben uns in dieses Schicksal gebeugt. Mit 2 ortskundigen Bunkerforschern gelingt der Abstieg in die 2 Etagen tiefe und heute verschlossene Altenburger Unterwelt. Einige der technischen Einrichtungen sind noch da. Notstromanlagen, Klimablöcke, Kompressoren, Luftfilter. Alles gedacht zum Überleben in einer autark funktionierenden Welt. Aber was wirklich wichtig war, geheim und sensibel, haben die Russen demontiert und mitgenommen. Der Bunkerraum, in dem die Atombomben mit Zündern versehen auf Transportfahrzeuge geladen wurden. Jetzt ist er gefüllt mit Schutt. Noch tiefer in der einbetonierten Unterwelt. Der Raum, in dem die Atombomben lagerten und auf den Tag X warteten. In schlichten Holzkisten. Jede einzelne mit dem Vielfachen an Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe. Aber auch Raketensprengköpfe lagerten hier. Vermutlich. Mitte der 80er Jahre verschärfte sich die internationale Lage dramatisch. Militärs auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges wurden immer nervöser. Durch die in Europa stationierten neuen Mittelstreckenraketen hatten sich die Vorwarnzeiten bei einem überraschenden Atomschlag erheblich reduziert. Die SS-20 wurden zum Synonym für eine ganze Reihe dieser sowjetischen Raketen. Bei den Amerikanern waren es die Pershing 2-Raketen. Eine Stationierungswelle folgte der nächsten. In den USA wurde die Aufstellung neuer sowjetischer Raketen genauestens beobachtet. Charles Tewton analysierte zu dieser Zeit die sowjetischen Aktivitäten in der DDR. Die Auswertung von Satellitenbildern führte ihn auf die Spur nach Altenburg. Doch welche Atomwaffen und wie viele sich dort befinden, blieb den CIA-Spionen verborgen. Die Sowjets glaubten an die Anwendung des politischen Prinzips, dass es für jede Aktion eine Reaktion geben muss. Und ihre Reaktion bestand darin, wie damals 1959 gegen die US-Raketen in Westeuropa neue Raketen aufzustellen. Der Kalte Krieg war immer nur ein Schritt, eine Provokation, eine Fehlinformation vom heißen Krieg entfernt. Die nukleare Abschreckung, sie erschreckte auch die Abschrecker. Doch manch einer trug sich in der Hoffnung, mit einem Erstschlag gewinnen zu können. Darum wurde der Einsatz von Atomwaffen geübt, in Manövern und Computersimulationen im Osten und Westen. Die Amerikaner setzten auf eine Strategie massiver Kernwaffenschläge, besonders gegen die Sowjetunion. Aber auch die andere Seite war gerüstet. Im Ernstfall wollten die Sowjets in 7 Tagen am Atlantik sein. Und die DDR war schließlich mit sowjetischen Atomwaffen übersät.
Zu der Zeit, als ich Oberkommandierender war, umfasste unsere Gruppe ganze 12 Raketenbrigaden. Wir hatten große, solide Vorräte und brauchten keine Angst vor niemanden zu haben. Wir strebten aber auch nicht an, jemanden einzuschüchtern. Von dieser atomaren Drohkulisse blieben nur leere Hüllen. Die Altenburger Flugzeugschelter, verlassen und leer. In den Bunkern Schutt und Schrott. Dass der Kalte Krieg zu Ende ging, ist vor allen Dingen einem Mann zu verdanken, Michail Gorbatschow. Mit seiner Wahl zum sowjetischen Parteichef begann ein neues Zeitalter. Moskau und Washington einigten sich auf den Abzug der Mittelstreckenraketen und wichtiger noch, der nuklearen Sprengköpfe. Dann löste sich ab 1989 das Einflussgebiet der Sowjetunion praktisch auf. Auch der Warschauer Pakt. Die Sowjetarmee musste sich aus allen ehemaligen sozialistischen Bruderstaaten zurückziehen, mitsamt ihrer Waffen und Raketen. 1990 wurde der 2+4-Vertrag unterzeichnet. Er regelte auch den vollständigen Rückzug der sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland. Der größte militärische Rückzug, den es je gab. Für Deutschland ein Gewinn. Für uns Militärs war das eine Flucht. Man hat uns in eine Ecke getrieben. Es war kein Rückzug, sondern eine Flucht. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind geflohen. So etwas darf man Menschen nicht zumuten. Die russischen Soldaten erwarteten in der Sowjetunion eine ungewisse Zukunft. In der DDR begann für die Sowjetarmee das große Einpacken. Eine leichte Sache beim persönlichen Bedarf, der war schnell eingepackt. Das Problem waren die Waffen. Es gab viel Munition. Wir haben sie selbstverständlich geheim rausgeführt. Den Abzug der Nuklearwaffen haben wir auf unterschiedliche Art und Weise getarnt. In der Regel haben wir Eisenbahnzüge verwendet, aber auch Flugzeuge oder Autos. Ein internes Papier der russischen Armee belegt, 1990 wurde brisante Munition aus Kernwaffenlagern per Bahn durch Polen nach Russland transportiert. In Polen wurde dieses heikle Unternehmen mit Argwohn verfolgt. Forderung: entweder Zahlung hoher Gebühren oder keine Durchfahrt. Mehr und mehr übernahmen Großraumflugzeuge den Transport der Atomsprengköpfe. Auch in Altenburg konnten diese Riesenvögel landen. Ob sie aber die Atombomben aus den Bunkern zurück nach Russland brachten, bleibt ungewiss. Der Abzug war für den Geheimdienst selbstverständlich von hohem politischem Interesse. Deshalb wurde dieser Prozess sehr sorgfältig mit naheliegenden Methoden wie Satellitenbildern und weniger offensichtlichen Methoden überwacht, auf die ich hier nicht näher eingehen will. Wir haben selbstverständlich gewusst, dass Geheimdienste herausfinden wollten, wie viele Atomwaffen wir in Deutschland stationiert hatten und wo sie genau gelagert wurden. Ich muss aber sagen, dank dem Talent des Oberkommandierenden, Generaloberst Matwej Burlakow, dank seiner Ideen haben die westlichen Geheimdienste kaum etwas vom Abzug mitbekommen. Wenn wir Müll geladen hatten, haben 3 Mann Wache gestanden. Wenn Atomwaffen aufgeladen wurden, stand nur einer Wache. Irgendwie mussten wir doch die deutschen, amerikanischen, englischen, französischen und noch andere Spione irreführen. Im Spätsommer 1990 war der atomare Spuk vorüber. Auch aus Altenburg waren die Atombomben verschwunden. Wohin und wann genau, das wissen nur die russischen Militärs. Die Atomwaffenlager wurden an die DDR zurückgegeben, ohne Waffen. Aber dann wurde es noch einmal brenzlig.
Zunächst begann es harmlos. Mit der Wiedervereinigung wurde Bundeswehr-Generalleutnant Schönbohm zum unmittelbaren Partner Bolakows. Bolakow ging es wirklich darum, die Sache durchzuführen und aufrechtzumachen und auch zu zeigen, dass die Armee geführt wird und funktioniert. Das war ihm wichtig gegenüber den Deutschen, aber auch gegenüber der russischen Regierung, sodass ich sage, er hat eine wirklich gute Arbeit geleistet. Das muss man militärisch in besonderer Weise anerkennen, denn zurück ist schwieriger als nach vorne, mit Soldaten besonders. Ich war überzeugt, dass wir uns verstehen. Schönbohm und ich waren lange befreundet. Unsere Familien haben sich getroffen. Wir haben zusammen Tennis gespielt. Er hat meine Truppen bei den Übungen besucht. Ich war auch bei seinen Truppen eingeladen. Bei einem dieser Treffen im März 91 ging es auch um die russischen Atomwaffen. Wir haben dann die russische Seite offiziell, offiziell befragt. Und es wurde uns deutlich gesagt durch den General Bolakow, es befinden sich keine Nuklearwaffen mehr auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe am 5. März gesagt, dass es in der Truppe keine Atomwaffen mehr gibt. Aber es gab noch Vorräte des Oberkommandos. Zu diesem Zeitpunkt kam der ehemalige Außenminister Bismarck nicht nach Deutschland und verplapperte sich irgendwo, dass die Atomwaffen noch immer vorhanden sind und so. Die standen aber nicht unter meinem Kommando, sondern es waren Vorräte des Oberkommandos in Moskau. Die deutsche Seite war gewarnt. Sie verstärkte die Beobachtung der russischen Standorte, Kasernen und Flugplätze. Ein Spähtrupp beobachtete Atomwaffenlager in Sachsen-Anhalt. Im Zuge einer solchen Aufklärung ist ein Trupp von, das waren damals glaube ich 3 oder 4 Männer, in die Nähe von Altengrabow gekommen. Gerade in Altengrabow hatten wir ein Lager mit Nuklearmunition. Es stand bereits leer. Das wussten die Deutschen aber nicht. Am Zaun hing ein Schild in deutscher Sprache. Halt, es wird geschossen. Sie standen da. Ein Soldat vom Wachturm schrie zu ihnen auf Deutsch, halt! Sie zeigten keine Reaktion. Der eine schob den Stacheldraht auseinander und der andere wollte in das Loch reinschlüpfen. Der Soldat hat geschossen, peng, und ein Major getroffen. Nun, er hat ihn nicht erschossen, nur verletzt. Ich habe ihn in einem Krankenhaus besucht und habe gesagt, wie können Sie so verrückt und so weit gehen? Sagt er, genau, ich spreche Russisch, ich weiß, wie die Russen schießen. Ich habe mich außerhalb des Bereichs bewogen und da kam der Verdacht sofort aus, es müssen doch dort Nuklearwaffen sein. Nun, es waren Spione, die unsere Atomwaffen aufspüren wollten. Ich glaube, das war eine gelungene Lektion, um ihn abzugewöhnen, in unsere Lage einzudringen. Es wurde eine Untersuchungskommission gebildet. Die sicherste Methode, um nichts aufzuklären. Beide Seiten blieben bei ihrer jeweiligen Darstellung des Vorfalls und irgendwann wurde die Sache zu den Akten gelegt. Was blieb, war das ursprüngliche Problem, die Sprengköpfe. Wie soll man sie transportieren? Die deutsch-sowjetische Fährlinie zwischen Mukran auf der Insel Rügen und dem litauischen Klaipeda kommt ins Spiel. Anfang der 80er Jahre war die Fährlinie einschließlich ihrer großen Verladebahnhöfe in Rekordzeit aus dem Boden gestampft worden. Polen hatte sich zum politischen Unsicherheitsfaktor entwickelt. Es sollte umschifft werden, buchstäblich, um den Handel zwischen DDR und Sowjetunion reibungslos abwickeln zu können. Die riesigen Schiffe waren, wohl nicht ganz zufällig, auch als Truppentransporter konstruiert und gegen radioaktive Strahlung hermetisch verschließbar. Ab 1990 nutzten die Russen die Fährlinie bereits für den Rückzug und nun auch für die letzten noch verbliebenen atomaren Sprengköpfe. Geheim, getarnt, unbemerkt.
Es war eine schnelle und überraschende Operation. Heute könnte keiner außer dem Oberkommandierenden sie richtig erklären. Er hat sie raffiniert geplant. Er hat es sogar geschafft, Gegner und Freunde so zu verwirren, dass keiner von ihnen über den Transport Bescheid wusste. Diese Aktion lief so geheim und raffiniert getarnt ab, dass selbst der Kapitän des Fährschiffes noch heute glaubt, sie habe gar nicht stattgefunden. Also mir ist nicht bekannt, dass in irgendeiner Weise ein Sprengkopf dort transportiert wurde. Ich glaube es nicht, dass da welche dabei waren. Oder ich, in der Deklaration waren sie nie dabei und dann wäre bestimmt ein Aufwand getrieben worden, denke ich. Also Sprengköpfe für Atombomben, also das könnte ich nicht bestätigen und nicht erkennen, dass wir sowas transportiert haben. Dieses interne russische Papier belegt. Alle noch verbliebenen Sprengköpfe haben Deutschland im Frühsommer 1991 über Mukran verlassen. Dann hatte dieses Thema auch ein Ende. Dann war es sicher, dass dann auch keine Nuklearwaffen mehr da waren. Die Atomwaffenlager. Geräumt, verlassen, nachweisbar nicht verstrahlt. Dennoch bleiben Fragen. Wie viele dieser Depots existierten und wie viele Sprengköpfe lagerten hier? Fachleute schätzen die Anzahl der Kernwaffenbunker auf 31, vielleicht sogar mehr. In Altenburg lagerten vermutlich über 20 Atombomben. Die Gesamtzahl der Granaten, Bomben und Raketen geht in die Tausende. Aber Genaues wissen selbst die Geheimdienste nicht. Rückblickend wurden eine Menge Fehler gemacht. Die Einschätzung der Streitkräfte war prinzipiell richtig, aber niemand hat jemals die exakte Anzahl der Kernwaffen, die den Sowjets zur Verfügung standen, gekannt. Man kann lediglich Vermutungen darüber anstellen, indem man die Dimensionen der Lagerkonstruktionen betrachtet, aber die genaue Anzahl, die sie hatten, kennen wir bis heute nicht. Die besten Informationen waren ihre eigenen Angaben, wie viele Waffen sie zu den einzelnen Zeitpunkten abgezogen haben. Seit dem 29. Juni 1991 war Ostdeutschland atomwaffenfrei. Die letzten russischen Kernsprengköpfe waren abgezogen. Dass dies auch so bleibt, war im 2+4-Vertrag zur deutschen Wiedervereinigung festgeschrieben. Hier im Luftfahrtmuseum auf dem Flugplatz Altenburg-Nobitz kann man sich informieren. Auch über Stationierung und Abzug der gefährlichen Altlasten. Aber die Geschichte der Atomwaffen in Deutschland ist noch nicht zu Ende. In Rheinland-Pfalz lagert immer noch eine unbekannte Menge US-amerikanischer Bomben auf dem NATO-Stützpunkt Büchel. Jetzt wurden sogar Pläne bekannt, diese Kernwaffen zu modernisieren. Bis zu 20 Atombomben vermuten Fachleute in den Bunkern des Luftwaffenstützpunktes. Diese Zahlen werden weder von der Bundeswehr noch von der US Army bestätigt. Im Kalten Krieg sollen sich bis zu 5000 Nuklearwaffen in der Bundesrepublik befunden haben. Die noch vorhandenen 20 Bomben sind Teil der NATO-Gesamtstrategie und Deutschland stellt im Rahmen der nuklearen Teilhabe die Trägermittel bereit. Tornado-Kampfjets. Seit Jahren fordern Politiker den Abzug der letzten verbliebenen US-Atomwaffen. Eine gefährliche Altlast des Kalten Krieges. Aber auch eine politische Altlast. Denn Deutschland hat sich schon vor Jahren verpflichtet, auf Atomwaffen zu verzichten. Im Osten Deutschlands ist das schon Realität. Von Atomwaffen im Kalten Krieg kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Wie man hierzulande mit gigantischer Technik gegen Schneemassen kämpft, sehen Sie jetzt im Anschluss. Echt, das Magazin zum Staunen.